So, hallo liebe Abonnenten und Nicht-Abonnenten. Wir machen heute Zimtsterne vor Weihnachtszeit und da brauchen wir natürlich was Leckeres. Und ich liebe Zimtsterne. So, ich habe hier, damit es ganz schnell geht, schon mal drei Eiweiße von drei Eiern. Das Eigelb habe ich aufgehoben. Das kann man zum Beispiel, wenn man jetzt einen Kartoffelbrei macht, mit reinmachen oder einen Grießbrei, da kann man das Eigelb mit reinmachen. So, ich habe hier die Eiweiße und die werden wir erstmal steif schlagen. Und das machen wir immer mit einer Prise Salz, also grundsätzlich Eiweiß mit einer Prise Salz, weil dann bricht sich das Eiweiß auf und wird richtig schaumig und fest. Und wenn ihr kein Salz hinzugibt, dann bleibt unten immer noch so eine flüssige Sutsche übrig. Also immer etwas Salz dazu. So, dann kommt noch was dazu, und zwar ein Tütchen Vanillinzucker. Und dann schlagen wir das einfach mal steif. So, und da sehen wir, das ist steif geschlagen und dann machen wir den Test und da passiert gar nichts, da bewegt sich nichts, fertig. So, das stellen wir jetzt mal beiseite. Jetzt habe ich hier 200 Gramm gemahlene Haselnüsse und Nüsse sind sehr ölig. So, und wir nehmen jetzt den Zimt und den packen wir jetzt aber nicht in das Eiweiß, sondern in die Masse hier rein, und zwar genau für die Masse erstmal 3 Teelöffel Zimt. So ruhig so gehäufte. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und zwar deswegen, weil die Nüsse natürlich ölig sind und Zimt ist ein öllösliches Gewürz und das haftet hier wunderbar an den Nüssen und dann haben wir wesentlich mehr Geschmack, als wenn wir den Zimt erst ins Eiweiß reinpacken würden. So, jetzt rühren wir das hier um und dazu kommen jetzt noch Zucker. Ich nehme hier Kristallzucker. Ihr könnt natürlich auch Puderzucker nehmen, wenn ihr das wollt. Oder ihr könnt auch mit Honig süßen. Gar kein Problem. Ich nehme aber Kristallzucker hier. Und zwar nehme ich da 6 gehäufte Esslöffel. Das habe ich nicht mitgezählt. Vielleicht sind es 7, keine Ahnung, das werde ich hinterher im Film sehen. Spielt aber auch keine Rolle, ob ihr einen Löffel mehr habt oder weniger. So, jetzt das Ganze gut durchrühren hier. So, und jetzt kommt diese Masse hier in unser Eiweiß rein. Einfach reinschütten. So. Und jetzt hier drunter rühren. So, da die Eiweiße ja unterschiedliche Größen haben und vielleicht unterschiedliche Mengen, kann das sein, dass das jetzt hier ein bisschen zu wenig ist an Haselnüssen, und dann müssen wir da noch etwas dazu tun. Dann bereiten wir es eben noch mal vor, ob das damit funktioniert. Das riecht lecker nach Zimt hier. Ja, das wird schon gut hier. Ja, der Teig wird also besser. So, und jetzt lassen wir diesen Teig hier, so wie er ist, erstmal einen Moment ruhen. Ungefähr 30 Minuten ruhen lassen, weil die Nüsse und alles noch aufquillt.
und die Aromen annimmt. Und dann wird er auch knetbar, der Teig. So, das lassen wir jetzt 30 Minuten ruhen, einfach stehen lassen und dann machen wir gleich weiter. So, die halbe Stunde ist um und der ist jetzt ein bisschen aufgequollen, der Teig. Ich habe mir einen Handschuh angezogen, weil jetzt muss ich ihn noch mal ein bisschen kneten. Ein bisschen durchkneten. So, ist immer noch ein bisschen sutschig hier. Es reicht noch nicht ganz. Ihr müsst darauf achten hier. Das ist zwar ein Teig, aber er ist noch zu saftig. Jetzt mache ich einfach nur noch ein paar Haselnusskerne dazu. Also habe ich jetzt hier bei diesen Eiern ungefähr 400 Gramm Haselnüsse. Wie gesagt, das abzuschätzen mit dem Eiweiß und den Nüssen ist manchmal nicht ganz einfach, weil es eben abhängig ist von der Eigröße auch. So. Jetzt wird der Teig schon mal fester. Ja. Jetzt kann man schon sehen, aha, er ist schon mal fester geworden. Dann müssen wir einsammeln hier. So. Genau. So, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt nehmen wir ein bisschen Mehl. Mehl kommt nicht direkt in den Teig, sondern wir benutzen das nur, damit er eben nicht klebt. Übrigens, wenn ihr zu wenig Ei haben solltet, dann nicht noch ein Ei schlagen oder so, sondern macht, um die Flüssigkeit reinzubekommen, vielleicht ein bisschen Honig dazu. So, das machen wir jetzt mal hier. So. Und dann können wir hier das hört sich an wegen dem Handschuh hier, den ziehe ich jetzt auch aus. So. Und jetzt können wir hier unseren Teig ein bisschen Mehl an eine Walze ran und jetzt ungefähr auf 1 cm Stärke ausrollen. Gleichmäßig ausrollen, wenn er hier bricht, das spielt keine Rolle, weil wir stechen die ja jetzt aus noch. So. So, ich habe ein Backblech mit einem Backpapier und ich habe hier einen Stern, Metallstern zum Ausstechen. Ich mache mir ein bisschen Mehl hier hin, wo ich den Stern hier ein bisschen drin pudere. So, dann stechen wir hier Sterne aus. So, und dann packen wir die auf das Backblech. So, Teig wieder nehmen, zusammen. Nochmal ausrollen, so. Ja.
So, die waren jetzt bei 120 Grad 20 Minuten im Ofen. Allerdings war der Ofen nicht vorgeheizt. Und ja, die lösen sich. Und sie müssen jetzt erstmal abkühlen, bevor wir die Glasur draufbringen können. So, ich habe jetzt hier Puderzucker. Das sind hier ungefähr 100 Gramm Puderzucker hier noch gewesen. Ja. Und hier, jetzt müsst ihr vorsichtig sein, in dem Puderzucker hier, der löst sich schon mit ganz wenig Wasser auf. Und zwar nehmen wir da jetzt erstmal so 2 Esslöffel Wasser. So, das ist der 2. Esslöffel, den ich da drin habe. So. Und dann verrühre ich das mal hier. Jetzt haben wir hier so eine Zuckermasse. So, und die kommt jetzt hier auf unsere Zimtsterne drauf. Mal gucken, wie wir das machen hier. So. Da braucht man ein bisschen Übung für. So, dann legen wir die da hin. So, den noch. So, ich habe noch ein paar im Ofen. Die mache ich dann auch noch gleich. So, ich wünsche guten Appetit.